Das Licht. Ein Kriminalhörspiel von Anke Beckert, nach dem gleichnamigen Theaterstück von Patrick Hamilton. In den Hauptrollen Christine Ostermeier, Wolfgang Kieling und René Deltgen. London, Ende des vorigen Jahrhunderts. Sie haben geläutet, Mrs. Manningham. Psst, leise. Mein Mann schläft noch. Der Waffelmann ist unten, Elisabeth. Holen Sie uns doch bitte ein paar. Hier. Ist Geld. Ja, Megan. Was machst du da, Bella? Nichts, lieber Jack. Schlaf ruhig noch ein bisschen. Wieso nichts? Komm her. Ja, lieber. Es war doch irgendjemand an der Tür. Na, Elisabeth, Sie sollen uns etwas zum Tee holen. Der Waffelmann ist unten. Er kommt doch so selten. Ich wollte dir eine kleine Überraschung bereiten. Entschuldige. Du brauchst dich deshalb nicht zu entschuldigen, Bella. Ich habe dir keinen Vorwurf gemacht. Nein, lieber Jack. Das Kaminfeuer geht aus. Willst du nicht läuten? Um Holz aufzulegen, Jack, das kann ich selbst. Was soll das heißen? Elisabeth ist unten beim Waffelmann. Wenn Elisabeth unten ist, kannst du dem Mädchen läuten, nicht wahr? Also läute. Das ist doch nicht nötig, Jack. Willst du nicht gehorchen? Ja, Jack. Was glaubst du, wozu Dienstboten da sind? Um uns zu bedienen. Richtig. Ich finde, man sollte auf Dienstboten Rücksicht nehmen. Meine Rücksicht auf Elisabeth beläuft sich im Jahr auf 16 Pfund, bei voller Verpflegung und freiem Logis und bei Nancy auf 10 Pfund. Wenn das nicht die höchste Rücksicht ist, weiß ich nicht, was du unter Rücksicht verstehst. Jede andere Auffassung zeugt von Gefühlsduselei, um nicht zu sagen von Schwachsinn. Herein. Mir war, als hätten Sie geläutet. Nun, Bella, willst du nicht sagen, warum du geläutet hast? Wenn Sie vielleicht Holz nachlegen möchten, Nancy. Holz? Ja. Zünden Sie auch das Gas an, Nancy. Ja, gnädiger Herr. Schrecklich, wie früh es schon dunkel wird. Dieser Nebel ist einfach schauderhaft. Schauderhaft, gnädiger Herr. Sie sehen heute wieder einmal unverschämt hübsch aus, Nancy. Möchten Sie meiner Frau nicht vielleicht verraten, woher Sie Ihre Hautcreme beziehen? Mit dem größten Vergnügen, gnädiger Herr. Damit sie endlich diese erschreckende Blässe los wird. Meinen Sie, dass das Zeug etwas nutzt? Warum nicht, gnädiger Herr? Wünschen Sie sonst noch etwas? Höchstens meinen Tee. Kommt sofort, gnädiger Herr. Mich so zu erniedrigen. Jack, wie kannst du... Das hast du dir selbst zuzuschreiben, meine Liebe. Du bist die Hausfrau. Also ist es deine Sache, Befehle zu erteilen. Wenn du dich dieser Aufgabe entziehst... Ja. Darum handelt es sich nicht, Jack. Worum handelt es sich denn, liebe Bella? Wie du mich vor dem Mädchen herabsetzt. Demütigst. Als ob ich mich schminken und dazu auch noch um ihren Rat bitten müsste. Das ist doch deine Manie, Dienstboten als gleichberechtigt zu behandeln. Ich wollte dir bloß einmal zeigen, wie sich das ausnimmt. Wenn du mit Nancy auf solche Weise redest, bestärkst du sie nur in den Unverschämtheiten, die sie sich gegen mich herausnimmt. Was nimmt sie sich denn heraus? Sie macht sich lustig über mich. Lacht mich aus. Das bildest du dir nur ein.
Ich sehe es, Jack. Ich sehe es jeden und jeden Tag. Anfangs hat sie mich nur hinter meinem Rücken ausgelacht. Hinter deinem Rücken? Ich denke, du willst es gesehen haben. Hast du deine Augen hinten, ja? Da siehst du, wie unklar, was möchte ich sagen, wie verworren dein Denken schon ist. Sie lacht mir ins Gesicht. Ganz offen. Ja, dann lach auch. Kannst du nicht mehr lachen, Bella? Vergnügt sein. Ach, Jack, wie gern. Ich wüsste etwas für dich. Wenn dich das nicht vergnügt macht, weiß ich nicht, was dir noch helfen kann. Etwas Schönes, Bella. Ja, was denn? Bitte sag es. Wo ist denn die Zeitung? Hier, Jack. Steht es in der Times? Ja. Was denn? Ich bin so gespannt. Hier ist es. Edwin Booth gastiert in London. Du willst mir zum Edwin Booth Gastspiel? Du nimmst mich mit ins Theater? Wenn du Lust hast, Bella. Und ob ich Lust habe? Wann denn, Jack? Das Gastspiel ist nur für 3 Tage vorgesehen. Heute, morgen und übermorgen. Was gibt es für Stücke? Möchtest du ihn lieber in einem Lustspiel sehen oder in einem Trauerspiel? Wie du willst, lieber, wenn ich nur mit dir ins Theater kann. Was wird heute gegeben? Kien. Wollen wir in Kien? Dafür ist es zu spät. Ich habe auch heute keine Zeit. Morgen Tartuffe und der eingebildete Kranke und übermorgen Hamlet. Das wäre ein Trauerspiel. Also, wofür entscheidest du dich, lachen oder weinen? Lachen, Jack. Einmal wieder lachen. Du wirst sehen, wie es gleich besser geht mit mir. Das will ich hoffen. In der letzten Zeit, nicht wahr, war es doch schon bedeutend besser. Ja, in den allerletzten Tagen. Ja, und weißt du wieso? Weil du mich abends nicht mehr so oft allein gelassen hast. Wenn du bei mir bist, Jack, bin ich glücklich. Und fühle mich so gesund. Ich habe in den letzten Nächten so tief und ruhig geschlafen wie schon lange nicht mehr. Der Tee und frische Waffeln. Und decken Sie bitte den Tisch hier am Kamin, Nancy. Wie Sie wünschen. Sagen Sie, Nancy, wenn Sie ins Theater eingeladen wären und Sie hätten die Wahl zwischen einem Lustspiel und einem Trauerspiel, was wäre Ihnen lieber? Mir? Das Lustspiel. Warum, Nancy? Weil es lustig ist. Was sagen Sie, Nancy? Ich gehe morgen mit Mr. Manningham ins Theater zu einem Lustspiel. So? Viel Vergnügen. Hast du gesehen, sie zerspringt vor Wut, weil ich mit dir ins Theater darf. Komm, setz dich, Jack. Warum kommst du denn nicht, Jack? Was schaust du denn? Ich weiß nicht. Was ist denn? Komm, der Tee wird kalt. Ich weiß nicht, ob ich richtig sehe. Bella. Jack, was hast du? Was fehlt dir? Das weißt du wohl am besten, was wieder einmal fehlt. Nein. Es ist etwas verschwunden, Bella. Tu es sofort wieder dahin, wo es hingehört. Sage mir, was du vermisst, Jack. Ich weiß von nichts, ich versichere es dir. Komm, trink deinen Tee, alles ist da. Halt mich nicht zum Narren! Es ist etwas verschwunden, an der Wand, hinter dir. Das Bett ist nicht da. Ich weiß nicht, Jack. Schluss mit dem Unfug. Hole es sofort von da, wo du es versteckt hast, und hänge es an seinen Platz. Schau mich nicht so erbarmungslos an, Jack. Ich habe es nicht versteckt, das war jemand anderes. Ach, der große Unbekannte, was? Komm mir bloß nicht mit solchen Ausreden, die kenne ich. Ich weiß nicht, es muss jemand anders gewesen sein. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Jemand anders also? Das werden wir gleich feststellen. Bitte nicht klingeln, Jack, bitte. Bitte zieh nicht die Dienstboten in die Sache hinein. Besetz dich, Bella. Und ich war eben noch so glücklich. Nimm dich gefälligst zusammen. Herein. Kommen Sie bitte herein, Elisabeth. Ganz herein, bitte. So, jetzt schauen Sie sich genau um. Alle 4 Wände und sagen Sie, ob Sie irgendetwas vermissen. Also, was fällt Ihnen auf? Nichts, Mr. Manningham. Höchstens, dass das Bild von der Wand genommen ist. War es noch da, als Sie heute früh abgestaubt haben? Ja, Mr. Manningham. Haben Sie das Bild abgenommen und weggetan? Nein, wie käme ich dazu? Na eben, haben Sie überhaupt irgendwann einmal das Bild von seinem Platz entfernt? Nein, nie. Warum denn? Ja, allerdings, warum sollten Sie? Sie sind doch eine vernünftige Frau. Wollen Sie bitte so gut sein und an meinen Schreibtisch treten? An den Schreibtisch? Ja,
Sehen Sie die Bibel, die dort liegt? Ja, Mr. Manningham. Küssen Sie die Bibel zum Zeichen, dass Sie vor Gott und den Menschen die Wahrheit gesprochen haben. Na, warum zögern Sie? Haben Sie gelogen? Nein, Mr. Manningham. Aber die gnädige Frau war es nicht. Nicht? Wer war denn sonst noch in diesem Zimmer? Niemand. Nur Nancy und ich. Dann verdächtigen Sie also Nancy. Nein, Mr. Manningham. Schicken Sie Nancy herein. Ich habe keinen Verdacht auf niemand, aber... Schicken Sie sie herein. Jawohl, Mr. Manningham. Nancy, meinetwegen gestehe ich, was du nur willst. Ich bitte dich, schick das Mädchen hinaus, sage ihr nichts. So, das arme Mädchen soll also nicht die Möglichkeit haben, sich von dem Verdacht reinzuwaschen, sich zu rechtfertigen. Und du sprichst von Rücksichtnahme. Bitte. Sie wünschen, gnädiger Herr? Sehen Sie, dass dort das Bild fehlt, Nancy? Haben Sie es weggenommen? Was soll ich mit einem Bild anfangen, lächerlich? Es wird Ihnen vielleicht nicht so lächerlich vorkommen, wenn ich Ihnen sage, dass hier soeben ein Verdacht gegen Sie ausgesprochen wurde. Eine Unverschämtheit. Das lasse ich mir nicht gefallen. Der Teufel soll mich holen. Schwören Sie nicht beim Teufel, sondern gehen Sie dort zu der Bibel auf meinem Schreibtisch. Küssen Sie sie und schwören Sie bei Gott, dass Sie nichts dergleichen getan haben. Von mir aus? Ich schwöre es. Ich küsse sonst lieber etwas anderes, gnädiger Herr. Sie können gehen. So, ein lückenloser Beweis. Gib mir die Bibel. Ich werde sie küssen. Hast du gesehen? Ich habe die Bibel geküsst. Und schwöre bei Gott... Versündige dich nicht, Bella. Du bist dabei, einen Meineid zu leisten. Dass ich dieses Bild nicht angerührt habe. Dann ist es also leider soweit. Du bist deiner Sinne nicht mehr mächtig. Du weißt nicht mehr, was du tust. Das ist die gleiche Geschichte wie bei deiner unglücklichen Mutter. Du hast mir versprochen, mir nie mehr die Krankheit meiner Mutter vorzuhalten. Solange mir dein Verhalten keinen Anlass dazu gibt. Es hat absolut keinen Sinn, die Augen vor offenkundigen Tatsachen zu verschließen. Du hast mir versprochen, du würdest dich zusammennehmen, damit nichts derartiges mehr passiert. Ich weiß doch nichts davon. Na, umso schlimmer. Wenn es so ist, dann kann ich die Verantwortung nicht länger allein tragen. Jim, du willst mich doch nicht bringen, wo meine Mutter war. Ich will es nicht. Nein, nein, ich tue es nur, wenn du mich dazu zwingst. Übrigens ist das die Sache des Arztes. Der soll entscheiden. Ich kann es nicht glauben. Deine Mutter hat auch nicht daran geglaubt. Warum sollte ich ein Bild von der Wand nehmen? So etwas Sinnloses. Du hast noch ganz andere Sachen getan. Es ist ja nicht das erste Mal. Ich weiß. Deine Ringe, deine Schlüssel. Mein silberner Bleistift, sogar mein Taschentuch. Ich weiß. Ja, wenn du es weißt, warum tust du es dann? Weiß es erst hinterher, wenn du es mir sagst. Wenn du die Sachen bei mir findest, in meiner Schublade, im Nähkorb, unter meinem Kopfkissen. Ich gebe mir die größte Mühe, mich zu erinnern. Aber ich weiß nicht einmal, wann ich es getan haben könnte. Meinst du wirklich, dass ich krank bin? Das steht wohl außer Zweifel. Ich sag selbst. Was soll ich mit dir anfangen? Du sollst Geduld mit mir haben, nicht wütend werden und toben. Gut, ich will es noch einmal versuchen. Einmal noch. In aller Liebe und Güte. Danke, Jack. Gut, dann wollen wir also jetzt beide darüber nachdenken, wo das verschwundene Bild sein könnte. Was meinst du, Bella? Ja, ich vermute, es wird hinter dem Buffet stecken. Ja, wirst du vielleicht so gut sein und nachsehen? Ja, ja. Da ist es. Du hast also gewusst, wo das Bild ist. Folglich wirst du... Nein. Ich habe es nur vermutet. Eine sehr merkwürdige Vermutung. Gar nicht merkwürdig. Es hat sich die beiden anderen Male doch auch dort gefunden. Ich habe es wirklich nicht gewusst, Jack. Das ist schon gut. Möchtest du jetzt einen Tee? Die Waffeln sind... Nein, ich kann jetzt keinen Tee trinken. Das hat mich alles zu sehr aufgeregt. Ich werde ein bisschen an die frische Luft gehen. Darf ich dich nicht ein Stück begleiten, Jack? Das ist doch nicht unvernünftig. Der Nebel ist Gift für dich. Ich gebe dir einen guten Rat. Geh in dein Zimmer und ruh dich im Dunkeln aus. Nicht auf mein Zimmer, Jack. Ich bitte dich. Schick mich um Gottes Willen nicht auf mein Zimmer. Wie du mir immer wieder die Worte im Munde herumdrehst. Habe ich dich vielleicht auf dein Zimmer geschickt? Du kannst tun und lassen, was du willst. Ich gebe dir nur den guten Rat. Geh in dein Zimmer. Sofort. Ich kann nicht mehr.
setzen. Soll ich einen Arzt holen? Nein, nein. Dann will ich also gehen. Immer nach diesen entsetzlichen Auftritten lässt du mich allein. Ich hätte ohne dies nach dem Tee gehen müssen. Auf ein paar Minuten kommt es nicht an. Soll ich dir etwas mitbringen? Nein, danke dir. Ich könnte übrigens nebenan die Kolonialwarenrechnung bezahlen. Ist dir doch recht. Ja, Jack. Dann ist das erledigt. Wo ist das denn? Auf deinem Schreibtisch. Ich kann sie dir... Nein, bleib doch sitzen. Ich finde sie schon. In einer der Schubladen? Nein, nein, oben drauf. Ich habe sie heute Morgen dorthin gelegt. Mhm. Bist du sicher, Bella? Außer Briefpapier und Umschlägen sehe ich nichts. Jack, ich weiß, sie ist da. Schau nur genau nach. Nur wenn du sie hingelegt hast, muss sie ja da sein. Und wenn sie nicht da ist, dann hast du sie auch nicht hingelegt. Du willst doch nicht behaupten, sie sei verschwunden. Sieh selbst nach. Hier habe ich sie hingelegt, auf diesen Fleck. Ich weiß es genau. Dort liegt sie aber nicht. Das ist eine Verschwörung, eine ganz gemeine Verschwörung, um uns auseinanderzubringen. Wenn du noch einen Ton von ihr gibst, dann kannst du 8 Tage in deinem Zimmer im Dunkeln bleiben. Du hast versprochen, du willst Geduld mit mir haben. Meine Geduld ist erschöpft. Ich war bis jetzt viel zu nachsichtig mit dir. Hilf mir, dass ich auf andere Gedanken komme. Auf was für Gedanken möchtest du eigentlich noch kommen? Pass auf, Jack, wenn wir morgen zusammen ins Theater gehen... Ins Theater? Lächerlich. Schlag dir das ja aus dem Kopf. Hör zu, Bella. Um 10 Uhr werde ich wieder hier sein. Bis dahin schaffst du die Rechnung zur Stelle und gestehst, dass du sie aus purer Bosheit versteckt hast. Das ist nicht wahr. Ich weiß von nichts. Das kann sein, aber dann gehörst du in eine Anstalt. Ich habe mich vorsorglich mit einem Arzt in Verbindung gesetzt. Er wird nach allem, was vorgefallen ist, die Diagnose stellen und das Nötige veranlassen. Mrs. Manningham, es ist jemand für Sie da. Ein Herr? Ich kann jetzt keinen Menschen sehen, Elisabeth. Er muss Sie unbedingt sprechen. Sagen Sie ihm, mein Mann ist ausgegangen. Er will Sie sprechen. Er soll ein andermal kommen. Bitte, Mrs. Manningham, empfangen Sie den Herrn. Sie werden mir noch dankbar sein. Aber... Mein Herr, die gnädige Frau lässt bitten. Danke, Elisabeth. Guten Abend, Mrs. Manningham. Ich bedauere, Mr... Ro. Mr. Ro... Mein Mann ist leider nicht da. Ich lege auf seine Anwesenheit keinen Wert. Ich habe lange genug auf seine Abwesenheit gewartet. Darf ich Platz nehmen? Bitte. Danke. Aber Sie müssen sich natürlich auch setzen. Das wäre zu ungemütlich. Haben Sie geweint? Sie sehen blass aus. Was wollen die von mir? Sie sind also die Dame, die mit aller Gewalt den Verstand verlieren soll. Wer schickt Sie hierher, mein Mann? Kommen Sie von der Anstalt? Sind Sie der Arzt? Nein, ich bin Polizeidetektiv. Detektiv? Sollen Sie mich beobachten? Das ist Sache der Privatdetektive. Ich bin Inspektor bei Scotland Yard. Warum sind Sie hier? Um Ihnen zu helfen. Aber ich sehe, dass ich Sie bei Ihrem Tee gestört habe. Trinken Sie ruhig weiter. Wenn Sie besonders nett sein wollen, geben Sie mir auch eine Tasse. Aber der Tee ist kalt, fürchte ich. Macht nichts. Ich bin nicht verwöhnt. Als alter Junggeselle. Wie lange sind Sie übrigens verheiratet? 4 Jahre. Waren Sie während der ganzen Zeit in London? Nein. Erst in Belgien, dann in Yorkshire. Vor 6 Monaten hat mein Mann dieses Haus gekauft. Was macht Ihr Mann tagsüber? Er hat geschäftlich viel in der Stadt zu tun, glaube ich. Ach so. Geschäftlich. Und abends?
Da geht er meistens in seinen Club. Glaube ich. So, so. Glauben Sie. Sie haben ein Mädchen, Nancy Pierce. Ja. Aber woher wissen Sie das? Nancy ist mit einem jungen Mann namens Booker befreundet. Und dieser Charles Booker ist zufällig mein Diener. Durch ihn erfahre ich alles, was in Ihrem Haus geschieht. Nancy steckt also dahinter. Sie sollten ihr aufrichtig dankbar sein. Wenn sie nicht geklatscht hätte, wäre ich heute Abend nicht hier. Mr. Rowe, ich weiß immer noch nicht, warum Sie... Geben Sie mir bitte erst eine Tasse Tee, ja? Danke. Und in dem obersten Stockwerk waren Sie nie? Mein Mann hat es verboten. Außerdem ist es abgesperrt. Mrs. Manningham, seit wann haben Sie eigentlich den Eindruck, dass irgendetwas mit Ihrem Verstand nicht in Ordnung sei? Ich habe von jeher Angst davor gehabt. Meine Mutter ist in geistiger Umnachtung gestorben. Das würde an sich nichts besagen. Nicht jede Geisteskrankheit ist erblich, wenn Sie keine schwerwiegenden Gründe haben. Seit wir hier wohnen, geschehen Dinge. Ich bin nahe daran, vor Angst und Entsetzen verrückt zu werden. Sie sagen, seit Sie hier wohnen. Mhm. Hängt Ihre Angst mit diesem Haus zusammen? Das Haus war mir von Anfang an unheimlich. Besonders das obere Stockwerk. Erzählen Sie mir alles, was Sie von der Wohnung dort oben über Ihrem Schlafzimmer wissen. Es ist keine Wohnung. An der Eingangstür ist kein Schild, auch nicht unten am Haustor. Niemand geht dort ein und aus. Und doch... Ja? Wenn ich abends allein in meinem Schlafzimmer bin, habe ich das deutliche Gefühl, dass über meinem Kopf jemand herumgeht. Haben Sie je Ihrem Mann etwas davon erzählt? Nein, er würde doch nur sagen, das sind Wahnvorstellungen von mir, Halluzinationen. Es ist ja auch möglich. Wie soll denn da jemand hinaufkommen? Es ist doch alles abgeschlossen. Ihr Mann hat den Schlüssel. Haben Sie nie vermutet, dass vielleicht Ihr Mann da oben herumgeht? Doch. Wieso vermuten Sie das? Es ist keine Vermutung. Ich weiß es. Erzählen Sie. Ich weiß nicht, wie er hinaufkommt. Er geht nicht über die Treppe, dann müsste er hier durch die Wohnung, dann würde ich ihn sehen. Ich weiß nur, dass er jeden Abend, wenn er das Haus verlässt, wieder zurückkommt. Wie ein Gespenst. Und auf einmal ist er über mir. Ich höre, wie die Haustür ins Schloss fällt. Ich sehe ihn aus dem Haus herauskommen. Er biegt um die Ecke. Ich kann das vom Fenster aus beobachten. Und dann, nach kaum 10 Minuten, gehe ich hinauf in mein Schlafzimmer und schon beginnt der Spuk über mir. Halten Sie mich meinetwegen für geistesgestört, aber es ist so. Ihr Mann ist kein Gespenst und Sie sind nicht geistesgestört. In ein Dachgeschoss kann man auf eine ganz einfache Weise zum Beispiel über eine Feuerleiter oder über die Dächer gelangen. Aber sagen Sie mir, wie kamen Sie zu der Gewissheit, dass es Ihr Mann ist, der dort oben herumgeistert? Das Licht. Wissen Sie, das Gaslicht. Es glitt herunter und wieder herauf. Spiegelt es sich in den Scheiben gegenüber? Nein, ich meine das Licht hier in dem Zimmer. Sehen Sie, jetzt brennen die Gaslampen voll. Aber wenn irgendwo im Haus eine Flamme mehr als gewöhnlich angesteckt wird, dann brennen die Lichter hier schwächer. Und ebenso in der ganzen Wohnung. Und das kommt von dem geringen Druck in den Röhren. Bei mir zu Hause ist es genauso. Sie können sich nicht vorstellen, wie furchtbar das ist. Jeden Abend, wenn er weg ist, hier zu sitzen und zu warten. Er ist keine 10 Minuten aus dem Haus und das Licht wird schwächer. Anfangs habe ich nicht darauf geachtet. Aber als es immer wieder geschah, wurde es mir unheimlich. Ich ging in der ganzen Wohnung herum und sah überall nach, ob irgendwo ein Licht mehr brannte als sonst. Und? Es brannte kein Licht. Soweit habe ich meinen Verstand doch noch beisammen, um aus dieser Beobachtung den einzig möglichen Schluss zu ziehen. Es kann niemand anders sein als er. Ich
Ich weiß nicht, warum er es tut. Aber er geht über meinem Kopf herum, Nacht für Nacht, bald langsam, bald schnell. Und ich liege auf meinem Bett und werde wahnsinnig vor Entsetzen. Und plötzlich beginnen die Lampen aufzuleuchten, werden hell. 10 Minuten danach höre ich seinen Schlüssel im Schloss. Die Haustür geht, er kommt die Treppe herauf. Diese Wahrnehmungen, die Sie gemacht haben, waren Sie der einzige Grund, dass Sie anfingen, an Ihrem Verstand zu zweifeln? Das mit dem Gaslicht hat mich in meiner Angst, wahnsinnig zu werden, nur bestärkt. Was ist sonst noch passiert? Mein Gedächtnis spielt mir seit einiger Zeit so merkwürdige Streiche. Erzählen Sie. Er gibt mir Sachen zum Aufbewahren. Und wenn er danach fragt, sind sie weg. Spurlos verschwunden. Sie sollten sehen, wie er dann tobt und wie rasend die Wohnung absucht, bis er sie endlich unten in meinem Nähkorb findet oder in einer der Schubladen, was weiß ich. Kurz bevor sie kamen, war das Bild dort verschwunden. Ich hatte es versteckt, ohne die leiseste Ahnung zu haben. Ja, und dann die Geschichte mit meinem Hund. Eines Tages war eine seiner Pfoten mit einer Schere zerschnitten. Jack bewies mir, dass ich es getan habe, in einem Anfall von geistiger Umnachtung. Seit der Zeit darf ich den Hund nicht mehr sehen. Der Hund ist jetzt im Souterrain. Haben Sie jemals etwas von der Droschkenkutscher-Tante gehört? Nein. Wer ist das? Sie war ein Original. Hier aus dieser Gegend? Ja, aus der nächsten Umgebung. Sie hieß Alice Barlow. Aber hier im Viertel nannte man sie nur die Droschkenkutscher-Tante. Die Droschkenkutscher waren nämlich ihr Steckenpferd. Sie hat sie mit Regenmänteln, Fußsäcken und Decken versehen. Die Leute taten ihr leid, wenn sie im Regen und Schnee auf ihrem Kutschbock saßen. Den Arbeitsunfähigen hat sie sogar eine Rente ausgesetzt. Sie konnte es sich leisten. Sie war reich, sehr reich. Haben Sie sie gekannt? Wie man's nimmt. Ich habe sie ein einziges Mal gesehen. Damals, als sie tot vor dem Kamin im Wohnzimmer ihres Hauses lag. Tot? Ermordet, ja. Wann ist denn das passiert? Vor 20 Jahren. In der Presse hieß es damals der Fall der Barlow-Rubinen. Alice Barlow, die Droschkenkutscher-Tante, hatte nämlich nicht nur das beste Herz, sondern auch die schönsten und seltensten Rubine von England. Es hieß, die gute alte Alice sei sehr sorglos mit diesen Kostbarkeiten umgegangen. Sie habe sie irgendwo in ihrem Schlafzimmer aufbewahrt. Sie schlief im obersten Stockwerk ihres Hauses. Ihre Dienerin, die kaum jünger war als sie, außerdem stocktaub, schlief unten im Souterrain. Warum erzählen Sie mir das alles? Ich habe meine Gründe, wichtige Gründe. Hören Sie nur einfach zu. Der Mörder drang, wie die Untersuchung ergab, gegen 10 Uhr abends, nachdem die Dienerin schlafen gegangen war, in das Haus ein. Der Mord geschah kurz nach 10 im Wohnzimmer. Und nun kommt das Merkwürdige, das zu mancherlei Deutungen Anlass gibt. Der Mörder ist nach vollbrachter Tat im Haus geblieben und hat sich erst gegen Morgen entfernt. Es konnte einwandfrei festgestellt werden, dass er lediglich einige Schmuckstücke von geringem Wert hatte mitgehen lassen. Im Übrigen war das Haus in einem furchtbaren Durcheinander. Besonders im Oberstock, im Schlafzimmer der alten Dame. Die Polster der Stühle, Kissen, Bettzeug, sogar die Tapeten waren aufgeschlitzt. Hat man den Mörder gefunden? Bis heute nicht. Die Kriminalpolizei war der Ansicht, es müsse sich um den Racheakt eines Besessenen handeln. Ich hatte eine andere Theorie. Was war Ihre Theorie? Dass die sorglose alte Dame in Wirklichkeit sehr vorsichtig war und vor allen Dingen bedeutend gescheiter als ihr Mörder.
Der Mann hat sie getötet, um ihr den Schmuck zu rauben, das ist klar. Nehmen wir nun an, Alice Barlow hat die Rubine auf eine so raffinierte Weise versteckt, vielleicht eingemauert oder vergraben, dass sich der Raubmörder um den Lohn seiner Tat gebracht sah. Denn der einzige Mensch, der ihm das Versteck hätte nennen können, lag mit durchschnittener Kehle vor ihm auf dem Boden. Und deshalb... Sehr richtig, deshalb die seltsame, wüste Unordnung, in dem sich das Haus befand. Stellen Sie sich den Raubmörder vor, die ganze Nacht hindurch sucht er fieberhaft nach den Rubinen. Und als der Morgen dämmert, hat er nichts gefunden als eine Handvoll billigen Schmuck, für den kein Trödler ihm ein Pfund gibt. Hat die Polizei die Rubine gefunden? Nein. Dann hat sie der Mörder zum Schluss doch noch entdeckt und mitgenommen. Das Gleiche hat Scotland Yard angenommen und den Fall ruhen lassen. Aber mich hat er nicht ruhen lassen. Bis heute nicht. Sie glauben, dass der Mörder noch lebt und sich irgendwo ungestraft seines Raubes erfreut? Dass er noch lebt, steht für mich fest. Dass er sich seines Raubes erfreut, scheint mir mehr als unwahrscheinlich. Wieso? Weil er meiner Ansicht nach die Barlow-Rubine immer noch nicht gefunden hat. Dann müssten Sie ja noch dort sein, wo Sie die Droschkenkutschertante damals versteckt hat. Das halten Sie für möglich? Für mehr als wahrscheinlich. Und ich glaube auch, dass Alice Barlows Mörder immer noch danach sucht. Längst ist Gras über die alte Geschichte gewachsen, aber das Haus steht noch. Es ist sogar zu verkaufen. Warum sollte er es nicht kaufen und seine Nachforschungen in aller Gründlichkeit dort wieder aufnehmen, wo er sie in jener Mordnacht abbrechen musste? Als Hauseigentümer hat er Zeit und Ruhe dazu. Still! Das Licht. Es hat gezuckt. Jetzt geht es herunter. Er ist zurückgekommen und hat oben das... Er ist im Haus, er merkt es, er merkt alles. Sie sehen jetzt, dass meine Theorie richtig ist. Wir sind nämlich in dem Haus. Was für ein Haus? In das der Mörder zurückkehrt. Das Haus der Droschkenkutschertante. Das hier ist das Zimmer, in dem er vor 20 Jahren war. Dort, vor dem Kamin, lag die Leiche der ermordeten Alice Barlow. Und der Mörder durchstöberte das Haus. Damals suchte er bei Kerzenlicht. Heute zündet er das Gaslicht an. Aber das da oben ist doch mein Mann. Richtig, Ihr Mann. In diesem Zimmer, auf diesem Sessel. Wie können Sie das behaupten? Weil ich hier war, vor 20 Jahren. Ich glaube Ihnen nicht. Haben Sie jemals den Namen Sidney Power gehört? Sidney Power, nein. Er war mit Alice Barlow um mehrere Ecken herum verwandt und half ihr gelegentlich bei ihren humanitären Werken. Als ich damals den Mordfall untersuchte, habe ich ihn und andere Verwandte der Verstorbenen vernommen. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis für Zahlen, aber ein ausgeprägt gutes für Gesichter. Tja, und das Gesicht dieses Sidney Power ist vor etwa 5 Wochen plötzlich wieder vor mir aufgetaucht. Ich habe einen ganzen Tag gebraucht, um mich darauf zu besinnen, wo ich es schon gesehen hatte. Der Mann war ja inzwischen auch 20 Jahre älter geworden. Aber das hat mich weniger irritiert und überrascht als... Was? Als die Dame, die bei ihm war, und der Ort, wo ich die beiden sah. Und wer war die Dame? Sie, Mrs. Manningham. Und der Ort war hier unter ihrer Haustür. Sie gingen zusammen nebenan in die Kolonialwarenhandlung und dann wieder zurück ins Haus. Sie wollen also damit sagen, dass dieser Sidney Power mein Mann ist? Wenn Sie mich das vor 5 Jahren oder vor 3 Wochen gefragt hätten, hätte ich ja gesagt. Heute lautet meine Antwort nein. Wollen Sie mich wahnsinnig machen? Nein, nein, es besteht, wie ich Ihnen schon andeutete, nicht die geringste Gefahr, dass Sie Ihren Verstand verlieren. Es besteht jedoch eine sehr große Gefahr, dass Sie auf die raffinierteste Weise todsicher um Ihren Verstand gebracht werden. Von wem, brauche ich Ihnen wohl nicht zu sagen. Aber warum? Weil er...
ein Verbrecher ist, der sich nachts in sein eigenes Haus schleicht, um etwas zu suchen, was er vor 20 Jahren nicht gefunden und dessen wegen er einen Mord auf dem Gewissen hat. Weil er Angst hat, ihr klarer Verstand könne sehr bald hinter seine Schliche und hinter allerhand anderes kommen. Der Mann heißt nicht Manningham, sondern Sidney Power. Er ist Alice Barlows Mörder, der nur seinen Namen geändert hat. Er hat nicht nur dieses Haus, er hat auch das Nachbarhaus gekauft. Ich habe ihn in den letzten Wochen beobachtet. Fast jeden Abend verlässt er dieses Haus, geht um das Häuserquadrat herum und betritt das zurzeit unbewohnte Nebenhaus durch den rückwärtigen Eingang, der auf die Parallelstraße mündet. Dort steigt er über den Boden aufs Dach, klettert hinter dem Schornstein über die Brandmauer auf dieses Dach, kriecht durch ein Fenster in den Bodenraum und begibt sich von da in das oberste Stockwerk, in die ehemaligen Schlaf- und Ankleideräume Alice Barlows. Sie sagten vorhin, Sidney Power wäre nicht mein Mann. Wenn aber Jack Manningham und Sidney Power ein und dieselbe Person sind, dann... Ich habe Nachforschungen angestellt und bin dabei auf die Existenz einer Frau gestoßen, die seit 6 Jahren rechtmäßig mit Sidney Power verheiratet ist. Und da sie weder gestorben noch von ihm geschieden ist... Wo ist diese Frau? In Australien. Er hat dort einige Jahre gelebt. Schade, dass diese Frau nicht in England ist. Dann könnten wir ihn vorläufig wegen Bigamie festnehmen lassen. Das wäre ein schlüssiger Beweis. Wirklich schade, dass das im Augenblick nicht geht. Ich befinde mich da in einer gewissen Klemme. Sie scheinen Ihrer Sache noch nicht ganz sicher zu sein. Vollkommen sicher. Aber ich kann dem Hohen Gericht nicht das Gaslicht als Zeugen vorführen. Ich brauche greifbare Beweise. Darum bin ich ja hier. Damit Sie mir dazu verhelfen. Was für Beweise brauchen Sie? Seine Ausweispapiere, seine Korrespondenz. Sie müssen hier in der Wohnung sein. Fragt sich nur, wo. Vielleicht in seinem Schreibtisch dort. Geben Sie sich keine Mühe, er ist verschlossen. Für diese Fälle habe ich immer einen Bund Schlüssel und Dietriche bei mir. Geben Sie Acht, dass Sie nichts beschädigen. Er merkt es. Keine Angst. So. Ich glaube, dieser Schlüssel passt. Und jetzt werden wir sehen, ob... Halt! Um Gottes Willen! Sehen Sie nicht das Gaslicht? Es wird heller. Er kommt zurück. Schade. Gehen Sie. Warum kommt er so schnell zurück? Ist doch kaum erst hinaufgegangen. Er tut immer das Unerwartete. Beeilen Sie sich. Deuten Sie bitte Ihre Elisabeth. Was wollen Sie von ihr? Tun Sie, was ich gesagt habe, bitte. Sie nicht. Sie müssen fort sein, ehe er kommt. Vorläufig ist er nach oben auf dem Dach. Gehen Sie ans Fenster und sagen Sie sofort, wenn er unten um die Ecke kommt. Ja. Mrs. Manningham? Kommen Sie herein, Elisabeth. Machen Sie die Tür zu. Ja, Sir. Würden Sie Mrs. Manningham einen großen Gefallen tun und mir auch? Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie auf mich zählen können. Wir haben allen Grund anzunehmen, dass Mr. Manningham in etwa 2 Minuten zurück ist. Ich möchte nicht, dass er mich aus seinem Haus herauskommen sieht. Könnten Sie mich für kurze Zeit bei sich in der Küche verstecken? Ich würde es ja tun, Sir, aber Nancy ist in der Küche. Dann muss ich mich irgendwo anders verstecken. Wohin führt diese Tür dort? In Mr. Manninghams Ankleidezimmer. Könnte ich nicht... Ja, gehen Sie da hinein. Es gibt dort einen großen Wandschrank. Gut. Er kommt. Dann gehen Sie rasch in Ihr Zimmer und legen sich hin. Ich will mich nicht hinlegen. Keine Widerrede. Sie haben Kopfweh. Verstanden? Rasendes Kopfweh. Elisabeth, führen Sie Mrs. Manningham hinauf. Ja, Sir. Und für mich wird es höchste Zeit, im Wandschrank zu verschwinden.
Sie haben geläutet, Mr. Manningham? Allerdings. Wo ist meine Frau? In ihrem Zimmer. Sie hat Kopfweh und wollte sich hinlegen. Schon wieder Kopfweh? Aber das ist ja kein Wunder bei Ihrem Zustand. Es wird von Tag zu Tag schlimmer mit ihr. Haben Sie nicht auch den Eindruck, Elisabeth? Ich weiß nicht, Mr. Manningham. Es tut mir nur leid, dass ich Sie und Nancy heute Nachmittag schon wieder in unsere Angelegenheiten hineinziehen musste. Wissen Sie, wo meine Schwiegermutter gestorben ist? Nein, Mr. Manningham. Im Irrenhaus. Vollständig geistesgestört. Sie wissen wohl, dass derartige Krankheiten erblich sind. Ich habe jetzt einen Arzt ins Vertrauen gezogen. Morgen kommt er und untersucht meine Frau. Es muss etwas geschehen. Sie wissen ja selber am besten, was sich hier abspielt. Ja, Mr. Manningham. Sie können alles bezeugen. Das kann ich. Dass meine Frau geisteskrank ist, dass sie die unsinnigsten Dinge stiehlt, versteckt, verliert, immer zu Kopfweh hat, melancholische Anfälle, stundenlang nichts redet, Angstzustände bekommt, Schreikrämpfe, tagelang im Dunkeln sitzt. Werden Sie nichts vergessen? Nein, ich vergesse nichts. Auch nicht die Geschichte mit dem Hund, das müssen Sie auch sagen. Ich werde alles sagen. Soll ich Ihnen jetzt das Abendessen bringen? Danke, Elisabeth, aber ich muss gleich noch einmal fort. Eine Verabredung. Ich werde dann im Club essen. Gute Nacht. Gute Nacht, Mr. Manningham. Ich habe ihn weggehen hören, Elisabeth. Der Wandschrank hat eine Akustik eines Stradivari. Holen Sie jetzt bitte Mrs. Manningham. Ja, Sir. So. Jetzt wollen wir doch mal sehen, ob wir diesen alten Kasten nicht aufkriegen. Elisabeth sagte mir, dass er fort ist. Ja, das ist er. Und der Schreibtisch ist auch offen, sehen Sie? Eine ganz miserable Ausbeute. Nicht ein Ausweispapier. Was haben Sie da in der Hand? Ist nur eine Rechnung. Zeigen Sie her. Ja. Nur eine Rechnung von einer Kolonialwarenhandlung. Er hat sie mir zur Aufbewahrung gegeben. Und heute Nachmittag, kurz ehe sie kamen, ging er tobend weg, weil sie verschwunden war. Er hat gedroht, er werde mich in eine Anstalt sperren, wenn sie nicht wieder zum Vorschein käme. Lassen Sie sehen, ob da noch etwas ist. Da! Meine Uhr! Und meine Brosche, die er mir selbst geschenkt hat. Erst geschenkt und dann gestohlen. Ja, diese Uhr verschwand vor 14 Tagen. Die Brosche vermisse ich schon seit einem Vierteljahr. Er hat behauptet, ich hätte sie aus pathologischer Boshaftigkeit versteckt. Jeden Winkel dieser Wohnung hat er durchsucht. Sogar die Dielen hat er aufgebrochen. Um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Er hat natürlich nicht nach diesen Kleinigkeiten gesucht, sondern nach den Barlow-Rubinen. Sehen Sie, dass meine Theorie richtig ist. Er hat sie noch nicht gefunden. Ich habe leider auch nichts gefunden. Nicht einmal seinen Pass. Ja, wir können den Schreibtisch ruhig wieder verschließen. Aber erst wollen wir die Sachen an ihren alten Platz legen. Wo ist die Uhr? Hier. Da hinten rechts hat sie gelegen, nicht wahr? Noch etwas weiter zur Mitte. So? Nun die Brosche? Bitte. Oh, ein hübsches Stück. Nicht viel wert, aber hübsch. Wann hat er sie Ihnen geschenkt? Nach der Hochzeit. Er muss sie von irgendjemand gekauft haben. Woher wollen Sie das wissen? Weil im Innern der Brosche eine Widmung ist, aber nicht für mich. Ich bin erst vor einem halben Jahr dahinter gekommen, ganz durch Zufall. Oh, ich würde diese Widmung gern mal sehen. Wie öffnet man die Brosche? Das ist ein Fixierschloss. Erst muss man die Nadel ganz zurückklappen, so. Und dann nach links. Ja. Und nachher nach rechts schieben. Ja. Jetzt öffnet sich die Innenseite wie ein Stern, sehen Sie? Das ist sehr ungewöhnlich. Ja, nicht wahr? Und was haben diese Löcher zu bedeuten? Darin waren Steine, ich habe sie aber herausgenommen. Sie saßen so locker. Ach, haben Sie die Steine zufällig noch? Ja, ich glaube, sie müssen noch da sein. Ich habe sie in eine der Vasen auf dem Kaminsims getan. Ja, kann ich sie mal sehen? Wäre das möglich? Gewiss. Da sind sie. Ja, da sind sie. Wir haben sie gefunden. Ich verstehe nicht. Haben Sie die Widmung gelesen? Ja, warum?
Meiner teuren Mary in Treue, CB 16. September 1849. Fällt Ihnen da nichts auf? Nein. CB, der Vater der Droschkenkutschertante war Charles Barlow, Lord Siegelbewahrer Charles Barlow. Und das hier sind die berühmten Barlow-Rubine, mindestens 12.000 Pfund Sterling wert. Alice Barlow hat sie geerbt, die schönsten Rubine der Welt. Und ich habe sie hier auf dem Kamin herumliegen lassen, wie Hemdenknöpfe. Ja, die alte Dame war gescheiter als wir alle zusammen, der Mörder eingeschlossen. Das war ihr Versteck, ein billiger Kleiderverschluss, den sie alle Tage trug und damit immer vor Augen hatte. Und jetzt erinnere ich mich auch, wo ich diese Brosche schon einmal gesehen habe, auf einer alten Fotografie von ihr. Sie steckte an ihrem Ausschnitt. Wir werden sie jetzt wieder an ihren alten Platz legen und den Schreibtisch verschließen. So, und die Steine nehme ich mit. Sie wollen gehen? Aber schleunigst. Gehen Sie nicht, Sie durften mich jetzt nicht allein lassen. Wann glauben Sie, wird er zurück sein? Im Allgemeinen kommt er nicht vor 11. Ich denke, das genügt. Was haben Sie vor? Zu Ihrem Schutz Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen. Die Barlow-Rubine sind ein weit besserer Beweis als ein Pass, wenn das unsere höchste Behörde nicht überzeugt. Und was soll ich tun? Sie gehen unverzüglich in Ihr Zimmer. Ihr Kopfweh hat sich verschlimmert. Seien Sie krank, seien Sie irgendetwas, aber bleiben Sie in Ihrem Zimmer. Nancy? Gnädiger Herr? Wieso kommen Sie jetzt erst nach Hause? Es ist schließlich mein freier Abend. Wissen Sie, dass Sie hier im Hause eine ungewöhnliche Freiheit genießen? Nicht, dass ich wüsste. Worin soll diese Freiheit bestehen? Noch zwei freie Abende in der Woche. Ich hätte auch für 7 Verwendung, gnädiger Herr. Sie könnten zumindest pünktlich zu Hause sein, vor 11. Man muss schließlich gewisse Grenzen einhalten. Muss man? Gehen Sie jetzt hinauf zu meiner Frau und sagen Sie ihr, sie soll in 10 Minuten hier unten sein. Ich habe mit ihr zu reden. Ja, gnädiger Herr. Einen schönen Gruß von der gnädigen Frau. Sie hat Kopfschmerzen und möchte schlafen. Sagen Sie ihr, sie soll sofort herunterkommen. Ganz gleich, ob sie Kopfweh hat oder sonst eine Gehirnkrankheit. Das soll ich ausrichten? Genau so? Ja. Damit werden Sie keinen Erfolg bei ihr haben. Sie hat sich nämlich eingeschlossen. Na, dann werde ich selbst. Nein, ich habe eine bessere Idee. Gehen Sie ins Souterrain, Nancy, und holen Sie den kleinen Köter rauf. Carrie? Was wollen Sie denn mit Carrie? Tun Sie, was ich Ihnen sage. Jawohl, gnädiger Herr. Warten Sie. Es geht auch ohne den Hund. Der Köter braucht gar nicht da zu sein, wenn Sie es nur glaubt. Bringen Sie mir einen Bogen Papier und Tinte vom Schreibtisch. Bitte sehr. So, schieben Sie diesen Brief meiner Frau unter der Tür hindurch in Ihr Zimmer. Wünschen Sie sonst noch etwas? Danke, Nancy. Sie können dann schlafen gehen. Gute Nacht. Gute Nacht, Lydia. Wo ist Carrie? Carrie, wovon redest du? Mein Hund. Hast du nicht behauptet, er sei hier? Du redest irre, ich weiß von keinem Hund. Hast du mir nicht gerade in diesem Brief geschrieben, dass Carrie hier sei? Der Hund war ein Köder, um dich hierher zu locken. Setz dich. Nein,
Ich will mich nicht setzen. Ich stehe hier ganz gut. Setz dich dort in den Sessel. Ich rate dir einen guten. Aber Jack, der Platz ist doch besetzt. Was? Da sitzt doch die alte Dame. Willst du mich ihr nicht vorstellen? Ich sehe niemand. Soll ich Elisabeth läuten? Damit wir sie fragen, ob sie sie sieht? Oder Nancy? Setz dich, Bella. Wenn die alte Dame so freundlich ist und mir ein bisschen Platz macht... Hör endlich mit diesen blödsinnigen Hirngespinsten auf! Guten Abend. Gott sei Dank. Wie kommen Sie hierher? Wer sind Sie? Vermutlich eine Ausgeburt der Einbildungskraft dieser Dame. Ein Hirngespinst. Hirngespinste kommen überall herein. Sie brauchen nicht einmal über Dächer und Feuerleitern. Was wollen Sie hier? Geh in dein Zimmer, Bella. Ja, gehen Sie bitte. Sagen Sie mir jetzt endlich, was Sie hier wollen, oder ich hole die Polizei und lasse Sie abführen. Holen Sie doch die Polizei. Worauf warten Sie? Ich kann Sie auch eigenhändig hinauswerfen. Versuchen Sie es. Wenn Sie nicht auf der Stelle meinen... Das Gaslicht. Sehen Sie? Jetzt wird es dunkler und dunkler. Sie sind ja verrückt. So wenig wie Ihre Frau. In einem Haus wie diesem sieht man Geister, auch wenn man nicht verrückt ist. Sie brauchen nicht nach Elisabeth zu läuten. Ich kann es Ihnen gern bestätigen, auch ich sehe die alte Frau dort im Sessel. Sie trägt eine Brosche mit einem Vexierschloss. Und jetzt sehe ich noch einen Geist, einen jungen Mann. In seinen Augen lauert Mord. Sehen Sie ihn auch, Mr. Manningham, da im Spiegel über dem Kamin? Drehen Sie sich um. Erkennen Sie ihn? Wissen Sie, wie er heißt? Jetzt sieht ihn die alte Frau. Sie schreit auf, ein Rasiermesser schneidet ihr durch die Kehle. Was reden Sie da? Ich verstehe kein Wort. Der junge Mann reißt der Droschkenkutschertante zwei Ringe vom Finger und die alte Borsche mit dem Vexierschloss vom Kleid. Er sucht und sucht und wühlt und findet nie, was er sucht. Es gab noch nie einen so geduldigen, so beharrlichen und methodischen Raubmörder. Aber die Gerechtigkeit ist noch geduldiger und beharrlicher und noch viel methodischer. Und was der Raubmörder in 20 Jahren nicht fand, entdeckt sie in 20 Minuten. Wo? Das möchten Sie gerne wissen, nicht wahr? In Ihrem Schreibtisch, Mr. Manningham. Genauer gesagt, in jener Brosche mit dem Vexierschloss, die kaum mehr wert ist als 12 Schillinge. In Ihrem Innern befanden sich die Barlow-Rubine. Nein! 12.000 Pfund, jawohl, lagen die ganze Zeit wohlverwahrt hier herum. Aber jetzt sind sie wieder ans Licht gekommen. Und das ist der Beweis für ihre Schuld. Sidney Power. Der Strick ist ihnen sicher. Sie bilden sich doch wohl nicht ein, dass Sie mit diesen Informationen das Zimmer verlassen. Oh nein, wir gehen gemeinsam, mit entsprechendem Gefolge. Er steht schon bereit. Sergeant. Inspektor. Nehmt ihn fest. Jawohl, Inspektor. Verfluchte Bande! Wo ist der Haftbefehl? Hier, Inspektor. Sidney Charles Power. Sie sind verhaftet unter Anklage des Raubmordes, begangen an Alice Barlow. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass alles, was Sie von jetzt ab sagen, schriftlich aufgenommen und der Anklagebehörde zugänglich gemacht wird. Hört ihn ab. Inspektor, ich möchte mit Ihnen sprechen. Ich weiß wirklich nicht, ob das... Ich möchte Ihnen allein sprechen. Nur kurz, bitte. Bitte erlauben Sie es. Dieser Mann hat schon einen Mord auf dem Gewissen. Ich möchte ihm nicht die Gelegenheit zu einem zweiten geben. Ich kann Sie nur mit ihm allein lassen, wenn ich ihn vorher fesseln lasse. Sergeant. Inspektor. Bindet ihn dort fest. Jawohl, Inspektor. Wir warten draußen. Ja, ist noch mehr von diesem Gelichter im Haus? Nur
nur der Inspektor und seine zwei Leute. Sehr gut. Dann kann ich vom Ankleidezimmer aus durch den Kamin in die Waschküche und von da in die Kanäle. Da kriegt mich kein Mensch. Da kriegt dich kein Mensch. Du musst nur diese Fesseln durchschneiden, Bella. Hol mein Rasiermesser, es liegt im Ankleidezimmer. Schnell. Ja, check. Du weißt, wo es liegt? Ich weiß. Hier ist das Rasiermesser. Ich habe es gefunden. Ja, brav, Bella. Jetzt schneidet die Fesseln durch. Es geht ganz leicht. Leichter? Als einer alten Verwandten die Kehle durchzuschneiden? Die Fesseln, Bella. Schneide die Fesseln durch. Warum hast du das Messer fortgeworfen, Bella? Ich habe es nicht fortgeworfen. Jack, es ist mir aus der Hand geflogen. Wie ein Vogel. Was fällt dir ein? Du bist ja verrückt. Natürlich bin ich verrückt. Du hast es ja immer gesagt. Nein, Bella, nein. Doch, Jack. Wenn ich nicht verrückt wäre, könntest du jetzt fliehen. In die Kanäle, da findet dich kein Mensch. Heb das Messer auf. Ja, wo ist es denn? Ist es vielleicht hinter dem Bild? Oder in meinem Nähkorb? Oder in deinem Schreibtisch? Bei meiner Uhr? Dort auf dem Boden. Ich flehe dich an. Willst du nicht läuten? Damit Nancy das Messer sucht? Oder Elisabeth? Wozu auf die Dienstboten Rücksicht nehmen? Wozu auf irgendjemanden Rücksicht nehmen? Eine solche Auffassung zeugt von Gefühlsduselei, um nicht zu sagen von Schwachsinn. Hilf mir, Bella. Ich bin dein Mann. Nein, Jack. Das muss ein Irrtum sein. Deine Frau ist in Australien. Ich bin nur eine boshafte, heimtückische Geisteskranke. Du hast es ja selbst gesagt. Ich kann dir nicht helfen. Bringen Sie diesen Mann weg. Ich kenne ihn nicht. Vom Bayerischen Rundfunk hörten Sie Gaslicht, ein Kriminalhörspiel von Anke Beckert, nach dem gleichnamigen Theaterstück von Patrick Hamilton. In den Hauptrollen Bella Manningham, Christine Ostermeier, Jack Manningham, Wolfgang Kieling, Inspektor Rowe, René Deltgen, Elisabeth, Paula Brent, Nancy, Vega Jahnke. Musik Frank Duval. Ton und Technik Heinz Sommerfeld und Marion Dille. Assistenz Alexander Malachowski. Regie Heinz-Günther Stamm.